Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir müssen nochmal nach Süden, sehe ich gerade. Da ist nämlich noch ein Krogsamen ganz abseits. Den müssen wir uns noch holen. Und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich umsonst, wenn die Kartoffelkanone gleich mal hier die Kartoffel loslässt. Und dann tanzt sie ganz schnell und dann blendet sie sich einfach aus, statt auszufaden. Ich sehe das schon wieder kommen. Ja, ich muss öfter mal zwischen den Parts die Kartoffel... Also das wird schon Running Gag mit der Kartoffelkanone. Ihr werdet sie vermissen. Sag's euch. Wenn ich das fixe irgendwann, ne, und das Problem nicht mehr existiert, ihr werdet es vermissen, wenn das passiert. Ich sag, wie es ist. Ich werde es auch vermissen. Nie wieder von einer Kartoffelkanone sprechen zu können, die mal wieder festhängt, das wird mir fehlen im Herzen. Aber irgendwann wird es gefixt. Ich habe mich übrigens ein bisschen umentschieden zu dem, was ich jetzt in meinem Urlaub mache. Ich hatte gesagt, dass ich mal ein Spiel entwickeln möchte. Ich mache aber das jetzt ein bisschen anders. Ich mache was für euch, was für euch vielleicht interessant ist. Ich werde ein bisschen weiter an meiner Website arbeiten. Und an der Mod-API, damit wir mehr Spiele mit Mods spielen können und sowas. weil ich dann selber Mods erstellen kann, einfacher und so mit meiner Mod-API. Das sind so die zwei Sachen, die ich jetzt im Urlaub machen werde. Und natürlich hier aufnehmen für euch. Das natürlich auch. Das brauche ich ja nicht extra erwähnen. Das ist ja klar, dass ich das machen werde. Genau, das sind so die Projekte, für die ich mir gerade ein bisschen Zeit scheffle, indem ich hier einfach ein bisschen vorproduziere, Zelda und alles. Und auch Little Witch in the Woods und alle anderen Spiele. My Time at Sandrock werde ich heute vermutlich auch noch spielen. Ich werde heute vermutlich nicht die ganzen Crocs schaffen in diesem Stream. Aber wir werden dann nachher nochmal My Time at Sandrock spielen im Stream. Für die Leute im Stream ist das interessant, für euch da draußen auf YouTube vermutlich nicht ganz so interessant, gebe ich zu. Wobei ihr natürlich jederzeit My Time at Sandrock auf Knopfdruck bekommt, ne? Ja, ich krieg alles auf Knopfdruck. Dafür haben wir ein bisschen später. Ja, das ist halt der Deal, ne? Ihr kriegt's auf Knopfdruck. Immer wenn ihr Bock habt auf My Time at Sandrock und ihr habt noch nicht zu Ende geschaut, alle Parten so, dann könnt ihr Klick machen und dann habt ihr einfach einen Part My Time at Sandrock. Das ist bei Twitch nicht so. Bei Twitch sind die Leute darauf angewiesen, worauf ich gerade Bock habe zu spielen. Ne? Also, von daher habt ihr schon einen Vorteil auf YouTube. Aber der Nachteil ist natürlich, ihr müsst immer ein bisschen warten, weil ich auf Twitch natürlich immer das aktuellste Gameplay von mir habe, weil ich das natürlich aktuell spiele hier, gerade, aktuell live, real, physisch spiele. deswegen hat alles seine Vor- und Nachteile. Dafür müsst ihr halt, wenn ihr alles sehen wollt auf Twitch, müsst ihr jedes Mal da sein, wenn ich Zeit habe, ne? Immer wenn ich Zeit habe und wenn ich Urlaub habe, dann spiele ich auch einfach jetzt wie heute, fange ich einfach um 3 Uhr an. Oder um 2 nachmittags. Dann spiele ich einfach bis abends um 11. So, das sind halt so Dinge, da hat nicht jeder Zeit, vor allem nicht mitten in der Woche, weil ich ja gerade Urlaub habe. So. Steht da? Also, gibt halt immer Vor- und Nachteile. Ich laufe erstmal hier ein bisschen lang, aus einem ganz einfachen Grund. Kann man hier nicht nutzen? Nee, Motor kann man hier nicht nutzen. Wir laufen hier lang, weil es kann sein, dass einige der Krogsamen oben sind und einige unten. Deswegen will ich sicher gehen. Hier ist zum Beispiel, der ist auch nicht oben, der ist auch unten. Die beiden müssen wir auf jeden Fall unten holen. Und von unten nach oben laufen ist besser, oder es macht eben einen Effekt. Doch, es macht einen Unterschied. Ich könnte mich teleportieren, wenn ich unten wäre. Ja, das ist halt schon dumm dann, dass ich nicht direkt runtergegangen bin, weil ich glaube, hier ist keiner der Krogsamen oben. Guckt euch das an. Ich sehe hier... ich sehe hier nichts. Nee. Aber hier, auf der Höhe, da sind Krogsamen. Guck mal. Ja, also macht schon Sinn, von oben nach unten zu kommen. Und was muss da rein? Ich hätte jetzt entweder würde ich sagen Äpfel oder Bananen. Eins von beiden. Bananen würde ich eher sagen, aber Bananen passen da doch nicht rein, oder? Die Dinger sind ja viel zu klein. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Äpfel einfach weggeweht wurden, oder? Ja, Bananen sind. Kann man das vielleicht an der Farbe irgendwie sehen? Aber es sind ja auch diese Jäger-Dinger drauf, ne? Optisch, glaube ich. Vielleicht wollen die wirklich Bananen. Auch wenn die Bananen da echt schwer reinpassen. Ah, Bananen sind es. Bananen sind lecker und geben ganz viel Vitamine. Bis dann. Und haben ganz viel Zucker, machen dick und fett. Stimmt übrigens wirklich. Bananen machen dick und fett. Also, man isst vielleicht mal eine Banane am Tag, aber wer kann denn schon nur eine Banane am Tag essen? Wir wissen doch alle, wie es läuft. Du isst eine Banane, dann isst du noch eine zweite, dann isst du noch eine dritte und bist irgendwann bei der zehnten.
Ein Spaß. Wer so viel Bananen isst, hat ein Problem. Die stopfen ordentlich den Magen. Okay, die sind aber auf jeden Fall kleiner. Ich höre auch irgendwas da durch den Sand huschen. Klingt wie so Moldora, aber... Aber hier ist ja kein Moldora. Okay, Äpfel sind es auch nicht. Palmfrüchte. Oder Zitterfrucht könnte es auch noch sein. Weil Zitterfrucht ganz schön groß ist, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht Chilis? Ich guck mal nach, was da rein muss, ganz ehrlich. Jetzt hier so lange zu sitzen und auszuprobieren. Ne, angeblich sind es Mighty Bananas. Also waren die Bananen schon richtig. Ich muss sie nur besser da reinkriegen. Okay. Ja, Bananen sind super. Und tschüssi. Ach, das waren glaube ich, die Steine da, ne? Okay, hier müssen wir wirklich nach oben. Wie es aussieht. Oder? Wir waren noch vorhin ganz oben, da haben wir nichts gesehen. Nee, hier ist nichts. Hier ist Satz mit X, das war wohl nichts, das ist sie, aber sonst war hier gar nichts. Ach, da unten ist es. Ach, okay, ich verstehe es. 1, 2 und 3 und hier muss auch wieder eine Schwertbanane rein, oder? Natürlich. Ja, wir lieben alle Schwertbananen bei den Jäger. Ich bin jetzt auch ein Mitglied. Haha, bis dann. Tschüssi. Ich merke das schon, kleiner Krog. Ihr seid alle Mitglieder bei den Schwertbananen-Gang. Bei den Schwertbananen-Gang. Oh Mann. Es wird jetzt ein bisschen dauern, hier hochzukommen. Leider. Leider am Sand. Wir haben nicht mal die Schuhe, mit denen wir schneller durch Sand laufen können. Wir sind jetzt sehr langsam. Wir probieren es heute einfach mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ich weiß, ich habe euch jetzt einen Ohrwurm gemacht. Oh mein Gott! Ich habe euch jetzt bestimmt einen Ohrwurm gemacht. Aha. Oh mein Gott, habe ich euch einen Ohrwurm gemacht. Ja, den Stern habe ich nicht kommen sehen. Oh nee. 4 Schwertbananen. Okay, langsam muss ich sagen, das Spiel könnte auch mal ein bisschen kreativer werden. Ja, hoho, lustig, die Jäger mögen Schwertbananen. Okay, ich habe es verstanden, Spiel. Lass mich raten, nachher kann nur 5, ne? Sehe ich schon kommen. Natürlich fällt die eine wieder raus. Und 4 Schwertbananen! Yay! Bis dann! Tschüssi! So. Jetzt sehe ich schon kommen. Hier vorne das nächste Ding ist 5. Und dann kommen nochmal 6 oder so. Ich weiß ganz genau, was hier oben kommt. Ja, da sind 5. Oh mein Gott. Zelda-Entwickler, so wie nervig darf es sein? Ja. Ja. Einfach ja. Wie nervig? Ja. Sollen wir es so nervig machen wie... Ja. Nerviger als jedes andere Spiel von Nintendo jemals? Ja.
So war der Ayunuma halt dann. Als ich gedacht, wir machen das mal richtig nervig hier mit den Bananen. Ei, 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 ei. 900 Crocs? Ja. Ja, 900 Stück von uns kleinen Viechern. Bis dann, tschüss. Das gleich kommt nochmal 6 Stück, ich seh's kommen. Das Ding hier ist dann 6. Ich seh's kommen. I see it coming. Santa Claus is coming to town. Oh, the weather outside is... let it snow, Ja, jetzt ist noch kein Schnee, gleich kommt erst noch Schnee. Let it bow, let it bow, let it bow. Die bösen Gegner haben Pfeile und die tun mir ganz, ganz schön weh. Deswegen laufe ich feige, ganz weit von den Gegnern weg. Irgendwie muss das ja funktionieren. Und dann schlagen wir den Gegner mit dem Masterschwert und dann ist der tot und alles ist wunderbar. Oh, der lebt noch. Nee, wollte schon sagen. Das wäre ganz schön komisch gewesen, wenn er jetzt noch lebt. So, oh, den Rubin, den nehmen wir auch noch mit. Den brauchen wir. Rubine, die sind wunderschön. Denn jeder mag von uns Rubine. Denn Rubine, die sind super toll. Und warum ist hier ein Drache? Den Drachen, den hätte ich wohl gern. Aber leider wird das wohl nichts werden, denn wir sind leider nicht da, wo er ist. Tja. Aber Drachenfarm werden wir eh noch machen. Da kommen wir eh noch hin. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob ich mal Crocsamen beiseite liegen lasse und einfach mal ab und zu ein paar Drachensachen farme, weil das wird, glaube ich, am nervigsten. Neben den Sternschnuppen. Wobei die Sternschnuppen sind eigentlich relativ... Ja, das Problem ist, wir müssen uns da auf jeden Fall... also ich muss auf jeden Fall mir ein paar Themen überlegen, über die wir sprechen dann. Das ist halt, weil wir stehen dann da rum, ne? Wir stehen rum und warten, dass irgendwo eine Sternschnuppe runterfällt und wir dann dahin können. Es ist halt legit, wir stehen da und warten. Wir stehen da einfach nur, so wie jetzt. Ne? Wir stehen da nur rum und warten. Komm schon, ich weiß, dass hier irgendwo 6 Dinger zu machen sind. Okay, lass uns mal ganz kurz oben gucken. Was ist das hier doch oben? Aha, da oben ist ein Stein, okay. Okay, das ist tatsächlich mal ein anderer. Schade, dass wir so weit weg vom Drachen sind. Da oben ist ein Drache. Schnell, hol dir die Schuppe. Bis dann, tschüss. Aber wofür war das denn? Weil ich den Drachen eh nicht erreichen werde. Wie denn? Wie soll ich denn so schnell da hochkommen? Never ever klappt das. Wir können uns teleportieren, aber nee, da ist auch nichts, wo wir uns hin teleportieren könnten. Wenn jetzt ein Aufwind käme, dann würde alles funktionieren. Dann können wir da hoch und dann... Easy peasy, aber es sieht nicht so aus, als kommen wir da hoch. Schnell genug. Das ist auch noch ein richtiges Problem. Na komm schon. Ich war zu ungeduldig. Aber hier oben können wir das Motorrad nutzen. Ich glaube nicht, dass wir da rankommen. Der ist zu weit weg, der ist da ganz oben an dem Berg und so, da kommen wir nicht hin. Wobei wir die Musik schon hören. Da ist ein Aufwind. Wir können den Aufwind nutzen. Getroffen von hier. Doch, wir haben ihn getroffen. Wir kriegen eine normale Schuppe, aber das ist auch gut. Wir brauchen eine normale Schuppe. Viel mehr brauchen wir nicht. Erstmal, wir werden später die anderen Teile brauchen für die höheren Level, aber wir müssen erstmal unsere grüne Tunika upgraden. Wahre Drachenjäger. Anders kann man das nicht mehr nennen, was wir gerade getan haben. Revalis Sturm ist bereit. Richtig wahre Drachenjäger sind wir. Danke für die Farodra-Schuppe. Schuppe, Schuppe, Schuppe. Und die Wildbären nehmen wir auch noch mit hier. So, jetzt müssen wir erstmal uns wieder orientieren, wo wir hin müssen. Das ging jetzt so schnell.
überlege gerade, ob ich hier rumgehe und dann hier rum die Sachen hole. Und dann können wir teleportieren hier oben zu dem Schrein und die restlichen Sachen holen. Ich glaube, das klingt gar nicht so schlecht. Und ich sehe schon wieder Eisblöcke. Okay, warte. Warte. Hier runter, die Sachen möchte ich mitnehmen. Habe ich den auch gebrauchen. Für irgendwas. Wir sind jetzt ganz nah an dem Ding dran, ne? Okay. Das sieht aber aus wie ein Stein, den wir aufheben müssen. Oder ist es wieder ein Eisblock, den wir schmelzen müssen, möglicherweise. Aber sehen wir mal. Drückt mir einfach die Daumen. Ist es ein Stein? Da unten ist der Stein, nicht sehen. Das ist alles nur so gut gelaufen. Ah, ne, das ist kein Stein, das ist... Ah. Das ist nur so gut gelaufen, dass es jetzt kein Eisblock ist, wegen euch da draußen. Vielen lieben Dank. Ohne euch wäre das hier ganz bestimmt was anderes gewesen. Hättet ihr nicht die Daumen gedrückt, ganz feste. Die Kartoffelknollen-Daumen. Ich frage mich gerade, also wenn ich meine Kartoffel richtig... Ich muss ja überlegen, also wenn ich den Daumen gebe, so einen richtigen Daumen, so richtig zeichnen mit der Hand und so. Also eine Hand für die Kartoffel zeichnen, für meinen Avatar, dann müsste das ja so eine richtige Knollenhand sein. Mit einem Knollendaumen, ne? Eine richtig dicke, nochmal so eine Kartoffel an der Kartoffel quasi. Ja, Kartoffel an Kartoffel. Knopfus. Bis dann, tschüss. Ja. Bisher hat da übrigens noch keiner was dazu gesagt, ob ich euch Knockies nennen soll oder nicht. Weil es gibt ja immer die Leute, die diese ihre Community und die Leute um sich rum und so, die Leute, die einen quasi den Content, den man macht, feiern und sowas, die geben dir die immer so Namen. Es gibt ja auch dieses ganz ausgelutschte Army oder Bande und sowas, ne? Von wegen, oh, willkommen in der XYZ-Bande oder willkommen, bei der Blabla-Army, ne? Kennt ihr bestimmt alles. So, aber ich finde das immer so unglaublich unkreativ, wenn man das irgendwie Bande oder Armee macht oder sowas oder Army. Vor allem finde ich bei der Army und so, finde ich immer so militant. Das ist halt irgendwie, ihr seid nicht meine Army, ich schicke euch nicht los, um irgendwelche Leute zu töten. Versteht ihr? So, ihr seid coole Leute, ne? Und für mich seid ihr einfach meine Gnockies, die im Kartoffelnetz hängen. So, das ist so irgendwie, ne? Und wenn mir jemand folgt, dann müsste ich eigentlich ab sofort auch immer sagen, eigentlich, willkommen im Kartoffelnetz, weil das ist ja so. Mein Ding dafür, aber ich weiß gar nicht, was ihr davon haltet. Von den ganzen Termini oder der ganzen, ja, von den Worten, die ich gewählt habe. Ob ihr sagt, nee, ich möchte nicht Knocki genannt werden. Oder was, im Kartoffelnetz, da will ich nicht rein. Weil ich sagen kann, im Kartoffelnetz ist ganz schön komfortabel mittlerweile bei über 700 Abonnenten. Vielen lieben Dank übrigens an jeden einzelnen von euch. Das ist gar nicht so lange her, das sind jetzt für mich sind das 2 Tage her, seitdem ich unfassbare 700 Abonnenten habe. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Wie ich so dumm sein konnte. Ja, wir haben den Stein wenigstens gerettet, immerhin. Das muss man uns zugute halten. Wir haben den Stein gerettet, ja. Man kann viel Negatives über Potato sagen, vor allem im letzten Part, vorletzten Part war das, glaube ich, wo uns ein paar Sachen runtergeflogen sind. Man kann sehr viel Negatives über Potato sagen, aber die Situation hat Potato wirklich gut gelöst. Den Stern hat Potato sich wieder geholt. Boah, was für ein Aufwand, aber gut, dass du den Stein gerettet hast. Bis dann, tschüss. Ich wollte ihn auf ihn schmeißen, aber hat nicht funktioniert. Hier sind noch mal ein paar Beeren. Ich weiß nicht, ob wir die Beeren für irgendwelche Upgrades brauchen, aber ich nehme sie lieber mit, weil wir jetzt gerade schon mal hier sind. Wir brauchten sie ja für einen Quest schon mal. Aber da nehme ich lieber mit, nicht, dass wir die nachher auch wieder mal brauchen. Was ist das denn? Ach so, das ist ein Gegner. Deswegen wird mir das markiert. Ich war gerade total verwirrt. Okay, was wir auch noch holen müssen, sind hier die Libellen, ne? Die sind jetzt weg. Die sind abgehauen. Natürlich. Wir müssen auch noch Sportechsen. Das wird auch noch Spaß. Da müssen wir ganz viel Gras abreißen mit unseren Waffen. So, ich glaube, das reicht. Dann holen wir mal das Motorrad und holen uns die letzten 2 hier vorne noch. So, wir müssen
müssen auch die Octoroks noch fotografieren, ne? Habe ich ganz vergessen. Das wird aber ein richtiger Spaß, die Octoroks zu fotografieren. Da ist auch ein Octorok gerade. Ich kann übrigens auch nicht mehr springen, der Eponator. Der kann nicht mehr springen, wenn er keinen Sprit hat. Gut zu wissen. So, erstmal den hier oben holen. Und dann nach unten gehen. Und dann teleportieren. Ich habe gerade wieder einen Schmetterling gesehen. Einer von diesen Schmetterlingen, die ich noch nie eingesammelt habe, glaube ich. So. Wir haben so viele Items noch nie gesammelt, glaube ich. Aber ich habe ja auch irgendwann mir vorgenommen, alles vorzulesen, ne? Alle Tierbeschreibungen vorzulesen. Weil über die Tiere erfahren wir ja nie was. Wir nehmen die Tiere ja nie auf, ne? Die haben aber auch Texte, soweit ich weiß. Die uns mehr über die Tiere verraten und so. Weil ich finde das auch mal interessant, das zu lesen. Bin ich blind? Da ist er. Ich sehe ihn nicht mehr. Ui, ich laufe im Kreis, dachte da um die Truhe herum und da ist bestimmt was Gutes drin. Zum Beispiel irgendeine Waffe, die du nicht aufnehmen kannst, vermutlich. So wie oft. Da. Schauen wir mal. Was da drin ist. Ja, wusste ich ja. Können wir nicht aufnehmen. Aber immerhin war es nicht so gut, was da drin war. Es war jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, oh nein, wir können es nicht mitnehmen. Da bricht aber mein Herz auseinander. So, wir haben bald die Schneeregion hier oben durch, das ist schön. Das ist wirklich eine schöne Nachricht. Oh mein Gott, das ist da hinten. Was? Oh, ich bin dumm. Den haben wir schon mal fotografiert. Mitnehmen möchte ich ihn aber noch. Danke. Ich hoffe, ich kriege das von hier aus hin, weil sonst wird es echt tricky. Man rutscht sogar schon runter, wenn man es anvisieren kann. Okay, schnell weglaufen. Schnell an mich ranholen. Dann laufen wir hier hoch. Also ich stelle es mal ganz kurz hier oben ab. Ich hoffe, es rutscht nicht runter, wenn ich es hier hinstelle. Nee. Wunderbar. Alter Schwede. Das war jetzt ein Akt. Ja, Mann, das war ja schlimmer als der zweite Akt von Rune Factory 4, der so krass zu Ende ging. Yay, bis dann, tschüss. Oh ja, der zweite Akt von Rune Factory 4. Der hat mich echt nachhaltig berührt, sag ich mal. Das war echt schon echt schön. Den habe ich ja nie vorher gesehen, das Ende des zweiten Akts. Ich habe nur den ersten Akt, glaube ich, damals ungefähr bis zum ersten Akt durchgespielt, quasi war ich. Also das mal für mich selbst gespielt habe. Damals noch auf dem 3DS-Emulator. Aber das war halt so scheiße, das Erlebnis auf dem 3DS-Emulator. Man musste die Menüs und sowas, musste man glaube ich auch mit der Maus bedienen, oder konnte man auch mit der Maus bedienen und alles. Man hat ja den Touchscreen quasi dann simuliert mit der Maus und das war alles nicht schön, so zu spielen. Wirklich nicht. Ein Segen, dass es das Spiel mittlerweile für PC gibt. Und da hat man beim Emulator natürlich noch ein bisschen Performance-Probleme, ne? Hat man damals noch gehabt und manchmal hat man auch Grafikfehler und dann hat man manchmal auch Game-Abstürze gehabt. Das hat mir das Spiel natürlich auch ein bisschen malig gemacht, seien wir mal ehrlich, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Spiel abstürzt, ne? Das ist halt, vor allem wenn du dann Fortschritt verlierst. Ei, und bei Rune Factory musst du ja noch manuell speichern. Du musst ja noch ans Tagebuch gehen und speichern, ne? Dementsprechend schon ein bisschen blöd dann.
Und ich glaube, es war damals auch so, dass es eine Stelle gab, wo ich nicht mehr weiterkam. Aber ich erinnere mich nicht mehr 100% dran, ob das so war. Und deswegen habe ich das Spiel damals nicht weitergespielt. Ich glaube, es lag aber auch am Emulator, dass man da nicht weiterkam. Das war halt alles damals, als das Spiel rauskam. Wann war das? 2014 oder so? Als das erste Mal Rune Factory 4 rauskam. Da war ein Emulator noch nicht so wie jetzt der hier. Muss aber echt mal großes Lob an die ganzen Leute, äußern, die hier so Emulatoren wie Samu schreiben. Das ist echt ein Meisterwerk, dieser Emulator. Der ist so gut. Der emuliert das, die Spiele so gut auch. Ich muss echt mal sagen, die Emulatoren hier, Rio Jinx und wie war das andere nochmal? Der andere Switch-Emulator. Oh, ich habe vergessen den Namen, aber die beiden sind so krass. In der kurzen Zeit sind die so gut geworden schon. Rune Factory 5 läuft echt gut und ich kann schon mal sagen, Rune Factory 5 kommt, wenn ich mal einen neuen Rechner habe. Jetzt erzähle ich mal ein bisschen was über meinen neuen Rechner, weil ich weiß, es gucken jetzt nur die Hardcore-Fans zu dieser Zeitpunkt hier. Die meisten haben jetzt schon abgeschaltet, die nur mal so reingucken. Weil ich möchte jetzt nicht so angeberisch vorkommen. Ich werde jetzt, glaube ich, noch nicht so, ja doch, ich muss auch mal über den Preis reden, weil das ist halt schon hart. Das ist der Grund, warum ich mir keine PS5 mehr hole, weil ich jetzt einen Computer vermutlich kaufen werde, der 3000 Euro kostet, über 3000 Euro. Ist halt irgendwann auch der Punkt erreicht, wo ich dann sage, lohnt sich für mich eine PS5 nicht mehr, wenn ich mir jetzt schon so einen Rechner hole. Aber mein neuer Rechner wird vermutlich, also ich will schon 64 GB RAM, vielleicht sogar lieber 128 GB RAM. Und mein neuer Rechner wird dann eine 4090 haben, hoffentlich von Nvidia. Und mein neuer Rechner wird einen 7950X von AMD haben als CPU. Der Punkt, warum ich das alles brauche und warum ich das überhaupt auch erwähne, ist Emulation. Ich brauche das gar nicht so für die Spiele, die ich sonst so spiele. Eine Rune Factory 4 auf PC etc. Da brauche ich sowas Krasses eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Für Stardew Valley oder sowas bräuchte ich mir das auch nicht. Für Little Witch in the Woods auch nicht. Aber wisst ihr, wofür ich es brauche? Rune Factory 5 emulieren auf PC. Das Spiel läuft nicht auf 60 FPS, ich krieg's nicht hin. 50 krieg ich hin. 60 krieg ich nicht hin. Ich glaube, wenn ich die 4090 habe und die bessere CPU, das ist verdammt viel Geld, das ich ausgebe dafür, dann können wir endlich Rune Factory 5 auf 60 FPS hier auf Twitch und YouTube spielen. Oh. Aber da möchte ich auf jeden Fall dicke, fette... Also wenn ihr Rune Factory Fans seid und von meinem Let's Plays von Rune Factory, ja? Und ihr das wertzuschätzen wisst, dass ich über 3000 Euro für einen neuen PC ausgebe, nicht nur, damit ich Rune Factory 5 spielen kann, sondern auch, damit ich Rune Factory 5 spielen kann, 60 FPS für euch. Dann will ich aber, dass ihr der Daumen raushaut. Daumen nach oben auf diesen ersten Part von Rune Factory 5. Lasst mich wissen, dass ihr das wertzuschätzen wisst. Hallo, Wusi. Hi, du hast mich entdeckt. Bis dann, tschüss. Aber das dauert alles noch ein bisschen. Wie gesagt, ihr wisst ja dann selbst, wann es kommt, weil ich werde versuchen, das möglichst vorzubestellen. Sobald es angekündigt wird, versuche ich so schnell wie möglich meine Griffel an die neue CPUs und GPUs zu kriegen. Und da wisst ihr, dass auch Rune Factory 5 kommt, weil Rune Factory 4 ist auch nicht mehr so lange. Ich bin selbst erstaunt davon, dass wir das schon so weit haben, das Spiel, dass ich jetzt ernsthaft sagen kann, Rune Factory 4 ist quasi fast vorbei. Da fehlt jetzt noch ein Akt, es fehlt noch sehr viel Nebenzeug, was wir noch machen müssen in Rune Factory 4. Aber abseits davon ist es nicht mehr so viel. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ich schätze noch 50 Parts oder so. Ich schätze eher noch so, wir könnten das in meinem Urlaub noch durchspielen, theoretisch. Wenn ich dann die Zeit dafür finde, das noch zu spielen. So schätze ich das ein, derzeit. Das heißt, Rune Factory 5 müsste ja schon bald kommen. Eigentlich so von der Reihenfolge und so. Und ich freue mich mega auf Rune Factory 5. Ich bin gespannt, ob das Spiel auch nur ansatzweise so gut ist wie Rune Factory 4, weil 4 ist echt hammergut. 4 ist richtig gut. Ich bin richtig happy über 4. Das ist besser, als ich erwartet hätte. Und ich kannte Rune Factory schon von früheren Teilen. Den dritten habe ich definitiv durchgespielt. Oder den zweiten. Einen von beiden. Den dritten oder den zweiten habe ich durchgespielt. Und das war ein super Spiel. Ich liebe es ja auch. Aber das ist anders wild. Das ist wirklich anders wild, dieses Spiel. Rune Factory 4, das ist so gut. Ich finde diese langen Sequenzen so gut gemacht, diese langen Story-Sequenzen. Davon gerne immer mehr und ich hoffe, das gibt es in Rune Factory 5 auch wieder. Ganz ehrlich. Sehen wir dann aber mal, wenn es soweit ist. So, der Part ist auch gleich vorbei, ne?
Aber das war auch wieder ein schöner Part heute, ne? Ich habe ja gestern schon bei dem Part, also gestern für YouTube-Verhältnisse der Part, schon gesagt, dass es ein schöner Part war. Heute ist, glaube ich, auch wieder ein schöner Part. Heute haben wir auch wieder viele Themen gehabt. Wie gesagt, ich will damit nicht angeben mit dem Rechner, ne? Ganz, ganz wichtig. Also, wenn ihr euch so einen Rechner zum Beispiel nicht leisten könnt, dann trauere ich mit euch. Als ich jünger war, hätte ich auch keine so Rechner gehabt. Aber das ist auch für mich, das muss man auch dazu sagen, ein Arbeitswerkzeug. Es ist für mich nicht nur eine Playstation quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, mein Rechner, sondern mein Rechner ist für mich auch das, womit ich Geld verdiene. Das heißt, ich gebe immer schon immer mehr für meinen Rechner aus als andere Menschen, in der Regel. Weil ich profitiere von dem Rechner auch in anderer Art und Weise. Zum Beispiel schnellere Compile-Zeiten. Ja? Oder an sich einfach, dass der Rechner schneller ist, dass ich weniger damit zu tun habe, Dateien zu kopieren. Dafür habe ich ja meinen NVMe-Speicher und sowas. Weniger damit beschäftigt bin, Prozesse ausführen zu lassen, Renders etc., Rendering und so, oder Photoshop öffnen. Wenn ich 50 Sekunden, wenn ich bei meiner Bedienung von Photoshop insgesamt 50 Sekunden spare, habe ich insgesamt 50 Sekunden gespart. Steht da? Bei jedem Kommando, was ich ausführe. Wenn man zusammenrechnet und ich spare am Ende insgesamt 50 Sekunden, sind das 50 Sekunden, die ich gespart habe. Das ist schon nicht zu vernachlässigen. Das ist schon einiges an Zeit. Und das wird vermutlich sogar noch mehr als 50 Sekunden sein, wenn man ehrlich ist. Ja! Zeitsparen ist wichtig! Denn Zeit ist Geld! Für Leute, die noch jünger sind, vielleicht für euch noch nicht so, aber ihr werdet das auch irgendwann lernen. Zeit ist Geld. Und manche Dinge muss man halt einfach sich anschaffen. Dazu dann eben auch PC neu kaufen für 3000 Euro. Aber ich muss auch immer wieder sagen, ich mache das ja auch immer so, ich hasse eine Sache ganz, ganz, ganz extrem. Leute, die sich immer neue Sachen kaufen und die alten Sachen dann wegschmeißen. Mein alter Rechner wird vererbt an meine Mutter und der Rechner meiner Mutter wird teilentschlachtet, weil meine Schwester hat, glaube ich, noch eine bessere Grafikkarte von mir. Die kriegt dann den Rechner meiner Mutter mit der Grafikkarte, die ich hier zuvor vermacht habe, und dann hat die auch einen guten Rechner. So. Also, wir verwerten das schon wieder. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich möchte die Sachen nicht wegschmeißen oder auch nicht verkaufen wäre noch gut. Verkaufen können wir machen. Aber ich möchte die Sachen auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Bei mir landet keine Hardware, in der Regel landet bei mir keine Hardware im Mülleimer. Außer sie ist halt schon irgendwie 10 Jahre alt oder so. Dann können die Sachen auch irgendwann weg. Aber das Ding ist, selbst wenn man eine 10 Jahre alte Grafikkarte hat, stellt euch mal vor, eure Grafikkarte geht kaputt. Dann ist so eine 10 Jahre alte Grafikkarte immer noch besser als nichts. Und stellt euch mal vor, ne, ihr wisst ja, wie teuer die Grafikkarten waren vielleicht. In der Grafikkartenkrise, die wir hatten, euch geht eine Grafikkarte kaputt. Es ist immer noch besser, wenn ihr eine 10 Jahre alte Grafikkarte noch irgendwo rumliegen habt, die ihr wenigstens nutzen könnt, damit ihr Windows nutzen könnt und wenigstens irgendwie arbeiten könnt oder sowas, als wenn ihr gar keine habt. Oder dann 1000 Euro für eine richtig billige Grafikkarte ausgeben müsst. So. Ja, und weitergeben ist immer wichtig und am Ende kann man vielleicht auch mal was verkaufen. Oder ich sag mal, wenn bei meiner Schwester dann was übrig bleibt und wir die das dann irgendwann wenn wir das dann irgendwann nicht mehr brauchen, das wäre dann halt eine 1080 später, ne, die bei meiner Schwester dann übrig bleiben würde. Die würde ich dann halt verschenken, nehme ich mal an, weil verkaufen ist da nicht mehr, glaube ich. Weil, wer will denn nicht noch eine 1080 kaufen? Die verschenke ich dann irgendwann. Da müssen wir eh mal gucken, also ich werde eine Grafikkarte dann übrig haben, auf jeden Fall. Gucken, welche das sein wird. So, weg mit dem. So. Der Part ist auch wieder zu lang, aber ich mache auch eben den Stein hier fertig. Wobei ich ja schon versucht bin, dann noch den anderen eben zu machen. Ach ne, es sind 4 Stück insgesamt, okay. Ich dachte, es wären nur noch 2, weil da hätte ich gesagt, ich mache noch den anderen eben fix fertig, dann können wir ins andere Hyrule gehen. Also werden wir auch im nächsten Part wieder in der schneeigen Gegend anfangen. So ist es halt leider. Aber langsam wird es weniger. Es wird weniger. Wir sind bald bei nur noch 100 übrig. Ich glaube, jetzt sind wir bei 140 oder so, die wir noch brauchen. Oder 150 oder sowas. Irgendwie sowas wird es... Ich wollte gerade sagen, wir können da einfach vertikal eine Wand hochgehen. Können wir. Ui, bis dann, tschüss. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann, tschüss.